Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu diesem Video. Falls du noch kein Abo hast, einmal unten bitte auf den roten Button drücken und gleich daneben die Glocke aktivieren. Außerdem freue ich mich über einen Daumen rauf. Kommen wir zum heutigen Dessert. Als Material habe ich eine Dessertschale und einen Teelöffel. Und als Zutaten habe ich meine bereits vorgeschnittene Honigmelone. Und Rotwein, den habe ich hier schon in meine Karaffe gefüllt. Also das ist eine richtige Weinkaraffe. Ich halte das mal in die andere Kamera mit rein. Hier sieht man, wie dunkel der Wein ist. Die andere Kamera macht alles irgendwie sehr viel heller, als es ist. Sieht man auch hier in meiner Haut. Also sieht richtig weiß aus. Ich bin aber nicht weiß. Also nicht in dem Sinne weiß. Ihr wisst, was ich meine. Genau. Ich habe das in die Weinkaraffe schon umgefüllt, den Wein, damit dieser atmen kann. Das ist bei Wein einfach wichtig, damit er sein volles Aroma entfalten kann. So, als allererstes nehme ich jetzt meine bereits vorgeschnittene Honigmelone und fülle damit ganz einfach meine Dessertschale, so weit wie ich sie mache. Also so voll wie ich sie eben haben möchte. So. Das ist jetzt ungefähr zur Hälfte gefüllt. Und jetzt nehme ich meinen Rotwein und gieße diesen möglichst langsam über die Honigmelone. Das ist fast schon zu schnell, was ich hier tue. Ja, so geht es. Okay, die Honigmelone ist jetzt größtenteils nicht unter Wasser, sondern unter Wein. Man sieht auch ganz gut, dass das alles jetzt sich hier rot färbt. Und das lässt du jetzt noch mal ungefähr für 10 Minuten durchziehen, damit der Alkohol richtig schön in die Früchte einziehen kann. Danach kannst du den Wein entweder austrinken oder wegkippen, wie du magst. Und die Fruchtstücken mit dem Wein drinne einfach servieren. Und damit wünsche ich dir guten Appetit.